Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Haunted Tower Fighter. Oder Fighters? Ich glaube, Fighter war es. Ihr 93 Tobi hier. Im letzten Teil haben wir die erste Hürde bestanden mit Aiden Hill. Habe sogar alle Halloween-Kürbisse zerschlagen. Und nun sind wir hier mit der Melanie Grace. Und nun bin ich gespannt, ob das etwas anders abläuft. Oder genauso. Bäm. Explosion ist ja, da ist er immun, aber Geschüsse, ne. Also, was ist? Oh, Shotgun und. Bäm, ich halt heiß, ich heiß, alles auf Feuer hier. Ein ist cool. Bäm! Das muss ich mir nächstes Mal ausprobieren, ob man die Maus erwischen kann. Eine Tür befindet sich an Tastenfeld. Gut, aber, auch wenn ich jetzt die Codes hätte, ich kann sie erst nutzen, wenn ich sie auch freigeschaltet habe. Oh, ich merke schon, die hat viel mehr Rück. Damit kann man Gegner zurückstoßen. Das ist praktisch. Hat aber wahrscheinlich eine kurze Reichweite. Hohoho. Was guckst du so blöd? Bam. Ab durch die Fresse. Oh ja. Oh ja. Den mag ich. Ja, kurze Reichweite. Aber wenn man dann dem Gegner direkt ins, in die Fresse schießt, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Ja, die können gar nichts machen. Die können gar nichts. Gar nichts können die. Bam. Hä, hä, hä. Okay, okay. Huh, das war knapp. Mein, hättest du mir hier das Popöchen gekratzt. Na warte. Kommst du? Willst du? Bitte, da hast du. Schlüssel? Botanikraum, Schlüssel. Also das ist alles gleich. Bei der Josie wird ja eine Taschenlampe haben. Also. Da bin ich gespannt, wie das dann abläuft. Genauso oder ganz anders. So. Schlüssel B2. Die kann ich mal alle aufheben, die Heilgegenstände. Heilkisten, wenn ich sie wirklich brauche. So, bitteschön, einmal in die Küche. Elisabeth antreffen. Bam! Halte Abstand! Bam, bim, bam. Alter, dass ich den auch noch an der Seite treffe, ist so cool. Hallo, Elisabeth. Wird ihr dann den gleichen Dialog haben? Los, lass es uns treiben oder sagt ihr was anderes? Hallo, meine Hübsche. Ich verrate dir einen der Codes. Notiere 9064. Okay, das ist gleich geblieben. Sei vorsichtig. Habe es ein mächtiges Wesen, das keine Gnade kennt. Ah! Oh, können wir es übersehen? Das zeigt nochmal die Verbindung, die ja die Haunted Horror-Teile miteinander haben, dass der Harper hat einen Gegenstand aus dem Hexenhaus hier übernommen. Dadurch wurde er ja dann von dem Fluch befallen. Ja? Deshalb, das macht dann an sich schon Sinn, dass die Elisabeth ja hier ist. Was habe ich für einen Code? Also hier ist das erste Mädchen, da brauche ich ja gar keinen Code. Das ist sozusagen, um zu erklären, was hier vor sich geht. Das Mädchen steht scheinbar unter dem Bann. Ich muss irgendwas tun. Bam! Moment. Bam. Bitteschön. Du bist vom Bann befreit und jetzt flieh aus dem Anwesen. Natürlich, Tschüssikowski! Wo brauche ich den Code nochmal? War das jetzt hier die erste Tür? Ich glaube ja, aber erstmal speichern. Wäre gut. Speichervorgang. Gespeichert. 9064. Jawohl, das war die erste Tür. Treffen wir jetzt auch hier auf unser Double? Aha. Also lieber Ball, ich bin hier faul, oder? Nee, wir treffen jetzt nicht auf ihr. Nicht auf ihr Phantom, sondern wieder auf eines von dem Aiden. Ein bisschen schade. Hätte ich ein bisschen was anderes erhofft. Hä? Autsch. Hihihihihi. Hohoho. Der steckt die weg wie Haferflocken. Beim Frühstück, Moment.
Ach, stimmt ja, ich muss ja gar nicht genau bei ihm stehen. Nur nebendran reicht auch, um ihn zu erwischen. Erfolgsgebiet gesichert. Badabim. Oh, seine Kombination für Tastenfeld 2-0-2-2. Das ist es schon. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt, wo ich ja weiß, wo alles ist, geht es hier ratzfatz. Ratzfatz geht es. Einmal aufheilen. Ja, der ähnlich ist ja erstmal hier der Schlag, der Satzsack, meine ich, gegen den geschlagen wird, um alles auszuprobieren. Und wenn ich weiß, wie es geht, dann geht es hier auf. So. Oben geht's weiter. Okay, einmal Granate. Ahahaha. Bam. Hammer da. Bam. Gib mir eine Shotgun, damit du versüßt mir den Abend. So, Schlüssel B2 verwendet. Da oben ist ja auch die Tür. Da brauche ich, glaube ich, das Tastenfeld. Und bam. Es ist der 7. Was, der 4. Juli? Der 4. Juli. Feuerwerk ist angesagt. Hehehehe. 2-0-2-2. Richtig. Bam. Moment. Ich spinne. Lasse. Und Kürbis. Jacka. Hamna und Granate. Boom-Jagalaga. Du bist vom Bann befreit und jetzt fliehst du im Anwesen. Boah, ich wusste, dass das ein Bann war. Hey. Ich kann mir Sachen merken. Wunderbar. Wunderbar. Zack, 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 zack. Also wenn ihr sowas wie den Speedrun gebe, zumindest mit der Melanie, könnte ich das jetzt schaffen. Speichern. Spielstand gespeichert. Kommen wir hier rein. Aber ich finde es schön, dass man all diese Charaktere wieder sieht. Hier den Harper und die Ruby und den Butler und den Totenhändler. Schade, dass sie vielleicht keine kleinen Dialoge haben. Das wäre nochmal Schnieke gewesen. Aber hey, es ist ja nur ein Fighting Game. So, komm her, du Butler. Ich weiß, wie du funzt. Moment, kann ich. Oh, ich kann sogar Bosse wegschieben. Kommt mal her. Mit einer Hand. Ich glaube, Basti, du solltest bei den Bossen das ein bisschen nerven. Also, die Waffe bei den Bossen nerven, dass die nicht zurückgeschleudert werden. Sonst ist es zu einfach. Sonst ist es zu einfach bei den Normalen gegangen. Ja. Aber Bosse sind Bosse. Die sollen ein bisschen mehr. Die sollen nicht nur mehr aushalten. Die sollen auch noch mehr hier. Was will ich sagen? Die sollten hier einfach ein bisschen Immunität haben bei solchen Sachen. Bam, bim, bam, Erfolgsgebiet gesichert. Weil wenn es jetzt genauso ist, auch bei dem Totenhändler, dann wird es hier pieps einfach. Bam. Hi, ha, hu, fi, fi, fo, fam. Mit meiner Shotgun in der Hand. Wo ist er? Hä? Auf Abstand halten? Hä? Ella Batch. Das habe ich kommen gesehen, den Feuerball. Achso, da kann ich. Bam. So. Wirklich, warum tun mich hier die Deckenteile aufhalten? So. Da stehen die Zeilen 5128. Ja, die Codes sind alle gleich. Ich wette, dass das mit Josie anders sein wird. Vielleicht ist es dann wirklich viel mehr dann wieder Mysterium. Wo brauche ich? Da war ja noch eine Tür. Da war eine Tür. 5128. So. Achso. Ich kann dich erstmal nicht angreifen, erst wenn ich jetzt Schlüssel hab. Leute, ich hätte den Schlüssel. Haltet sie. Bam, bim, bam. Bam, bam. Über den Tisch, unter den Tisch, seien sie vom Tisch. Jawoll denn. Ich kann mir sogar noch vage an all die Sachen erinnern, die da in diesen Zimmern stattgefunden haben. Also da ist schon viel hängen geblieben. Also, weil Haunted Horror war ja das erste Spiel,
was ich aus dem House of Wargames gespielt habe. Und danach hat es ja so richtig angefangen bei mir und auch bei meinem Kanal und jetzt mit dir, Basti. Also, das sind ja Erinnerungen. Als du mich hier zum Schreien gebracht hast, das kann man natürlich jetzt wieder falsch verstehen, ja. Aber naja, wo muss ich jetzt lang? Ich habe einen Schlüssel. Charakter. Oh, das darf ich nicht vergessen. Lesen. Melanie Grace. Sie hat zusammen mit Aiden Hill den Fall vom Anwesen gelöst. Sie kämpft im Team Conviction. Das ist doch der gleiche aus Wargames Fighter. USB Shotgun, Special Static Grenade, Fire Shot, bliblablub. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Ins Kellergewölbe, richtig? Ja, jawohl, jawohl, jawohl. Hamana, hamana, hamana. Bam. Bim, bam, bum, bam. Und den Kürbis auch. Oh, kann ich nicht erwischen von der Reich. Von hier aus. Nö, brauchst du gar nicht hier weggehen. Ich gebe gar nicht kommen von meiner Shotgun. I. Bam. Gut, aber hier jetzt die Josie retten. Nicht Josie, die Sarah retten. Server steckt scheinbar unter einem Bann. Ich muss irgendwas tun. Bam. Bitteschön. Okay, du bist vom Bann befreit, Server. Und jetzt wieder aus dem Anwesen. Danke für die Hilfe, Melanie. Warte, warte mal, da bist du hier fertig bist. Okay. Alles gleich soweit. Alles gleich. Ich könnte mir gut vorstellen, ja, dass... Also, Aiden ist der normale Charakter. Melanie ist an sich einfacher, weil man kann die Gegner wirklich mit der Shotgun gut aufhalten. Dann ist der... Das Pumpkin Girl hat ja das Schwert, das heißt, die ist bei die Nahkämpferin, ja, und die Josie, das könnte vielleicht der schwierige Modus sein, wenn man nur eine Taschenlampe hat. Aber wie soll das funktionieren? Oder kann sie damit kämpfen? So. Bam. Und jetzt haben wir hier. So. Ich bin jetzt gespannt. Ich glaube, den Bosskampf, den finalen, den schaffe ich beim ersten Versuch. Einfach hier immer auf Abstand halten. Abstand halten. 5 Meter Abstand. Es sind die Corona-Zeiten. Gleicher Text. Okay, ich lese trotzdem, weil die sagt was Neues. Oh nein, Brett Harper. Ich muss diesen Scheißkerl sofort erledigen. Du hast meine Pläne durchkreuzt und dabei bleibst du hier gefangen. Los, Ruby, schnapp uns den Entschlingling. Zu Befehl, mein Meister. Keiner wird dem Anwesenden kommen. Egal, wie stark ihr seid. Ich werde nicht aufgeben und euch besiegen. Ja, mit meiner Schadenkanne in der Hand. Aha, die werden nicht zurückgeschlagen. Die werden nicht zurückgeschlagen. Ja. So hätte ich mir das jetzt auch beim Totenhändler vorgestellt. Hehe. Oh, super. Oh, 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 ich bin da. Ja. Okay. Wahrscheinlich hast du das nur vergessen, dass da bei dem Totenhändler, dass es halt dann nicht so möglich ist. Autsch. Hat die mich getreten? Ja, den Totenhändler kann man zurückschicken. Und auch den Butler, aber die beiden nicht. Die beiden nicht, okay. Ab hinter den Tisch. Ja, so könnt ihr stehen bleiben. Genau, so könnt ihr stehen bleiben. Wenn ich Glück habe, sind die beide tot, bevor er mich mit seinem Hexenzirkel erledigt. Hehe, ouch. Alter Falter, gut. Nicht die beste Strategie auf Dauer. Vielleicht für den Anfang. Vielleicht für den Anfang. Hey. Hab ich's. Die geht nämlich nur am Tisch entlang. Die geht nur am Tisch entlang. Und er kann mich nicht erwischen. Du bist erledigt. Okay, er kann mich erwischen, aber ich pfeffer ihm richtig hier Shotgun in die Nase. Shotgun-Pfeffer, musste niesen. Nies dir deine Seele aus dem plasmischen Körper. Ektoplasma.
Ja. 12 Stunden später. Er ist tot. Ein zweites Mal. Tja, ich habe gewonnen. Hochmut kommt vor dem Fall, Harper. Jawohl, Regen. Vor der Shotgun werden sie alle auf die Knie fallen. Gut, 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 gut. Speichervorgang. Speichern gespeichert. Dankeschön. So. Was sagt die Zeit? Was sagt die Zeit? Oh, schön. Da kann ich jetzt ja gleich den nächsten Charakter beginnen. Geht ja doch schneller als gedacht. Und ich habe wieder alle Kürbisse. Denke ich doch. Denke ich doch. So, Josie Richter. Los geht's. Mit der Flashlight bewaffnet. Ah, jawohl, jawohl. Alle Kürbisse. Wuppdi-Daisy. Gleicher Anfang. Hoffentlich kann ich die Mädchen retten, bevor ihnen was passiert. Okay, wie kämpfen wir? Was? Ist das dein Ernst? Ist es dein Ernst? Ihr Supermove ist es. Sie macht die Taschenlampe an. Das ist der Hard Mode. Das ist der Hard Mode. Das ist der Hard Mode. Aber sowas von, weil ich meine, man kann keine normale Waffe benutzen. Man kann keine normale Waffe benutzen. Man kann nur das Special der Taschenlampe benutzen. Oh mein Gott. Also wenn sie der Hard Mode ist, dann ist wahrscheinlich Bumpke Curl der Easy Mode. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hätte erst Bumpkin Girl machen sollen. Ich hätte erst Stich machen sollen. Das kann ja was werden. Okay. Okay. Wann tut die dabei zurückschrecken? Okay. Die sind anscheinend dann irgendwie verwirrt. Man kann sich rumschubsen. Aha, aha, aha. Also auf die Idee muss man erstmal kommen, eine Taschenlampe als Waffe zu benutzen. Aua, 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 aua. Da muss man wirklich aufpassen. Man muss da wirklich, wirklich aufpassen. Maus, geh mir aus dem Weg. Ich bin sauer. Aha. Also es reicht, dass man hier 3 Treffer erzielen kann. Und die sind, glaube ich, nach 4 Treffern tot oder so. Bam, bam, bam. Erfolggebiet gesichert. Dankeschön. Und die hat auch nur so eine kurze Reichweite, die Taschenlampe. Man tut sie wirklich flashen. Okay. Man kann sie dabei zurückschubsen. Halter, halter, halter. Nein! Abstand, Abstand, Abstand! Gut, gut, gut. Das geht ja noch. Autsch. Okay, so lange darf man da nicht stehen. Es hat auch eine höhere Reichweite von der Seite. Okay, okay. Ich muss wirklich hier über... Okay, man kann auch frei rumlaufen. Ich versuche da gerade strategisch an die Sache ranzugehen, wie ich am besten hier das händele mit der... mit der Taschenlampe. Okay. Zum Glück ist da ja eine Heilkiste. Dann werde ich die auf jeden Fall nutzen. Das wird hier sehr, sehr kritisch sein, dass man die zur richtigen Zeit benutzt. Und dass ich auf jeden Fall das Speichern nicht vergesse. Moment.
Ich sollte speichern. Ich sollte speichern, bevor ich jetzt in die Küche gehe. Ja. Sehr, sehr genialer Schachzug zu Jovo, weil du hast viel geleistet, hast auch volle Gesundheit. Speichern. Super. Also der Butler damit zu besiegen, wird glaube ich nicht schwer sein, aber der Totenhändler mit seinem Schild, weil das hat eine kurze Reichweite. Okay. Okay. Der Schädel noch, der Kürbis noch. Hallo, meine Hübsche. Ich verrate dir einen der Codes. Notiere diese Zahlen. Sei vorsichtig. Harper ist ein mächtiges Wesen, das keine Gnade kennt. Dankeschön. Ich heb mir die Heilung auf. Für später, wenn ich sie wirklich brauche. So. Hoch geht's. Lade schon mal deine Taschenlampe. Also ich kann wieder diese Strategie nutzen, dass ich durch die Gegner durchgehe und damit sehr viele erwische. Das geht. Das ist eine Strategie, die ich gerne auch bei Outrageous spielen benutzt habe. Ah stimmt, ich kann unten noch ein Mädchen retten. Da brauche ich ja keine Gut. So. Strasian. Ah, das heilige Licht. Der Bein ist gebrochen. Du kannst nach Hause gehen. So. Oh, ich habe gar nicht ausprobiert, ob da die Elizabeth dann auch in dem Botanikraum ist. Das kann ich ja jetzt mit der Joycey ausprobieren. Und ich muss den Eintrag lesen, nicht vergessen. Joycey Richter, nach dem Verschwinden von Raphael musste sie die Hexe Elizabeth besiegen, um ihn aus der Anstalt zu retten. Waffe, Taschenlampe, Specials, Flashlight. Jo. Ei. Sehr kreativ, sehr einfallsreich. Okay, so weit, so gut. Ein Tastenfeld. Ach so, stimmt. Ich muss ja beim Eingang des Phantomzimmers erstmal untersuchen. Dann kriege ich die nächste Tastenkombination. Aber erstmal abspeichern. Erstmal abspeichern. Nö. Das war 9064. Okay. Oh, das. Ich sehe ja schlimm aus. Okay, wie wird das jetzt bei Bosskämpfen ablaufen? Im Grunde einfach nur an ihm vorbeilaufen, oder? Das geht. Autsch. Okay, viele Treffer, wenig Kontakt. Oh, er ist der Versuch. Wupp die Daisy. Das geht ja ab hier. Jo. Tue ich mich heilen? Ich glaube, ich heb's mir eher auf, wenn ich vielleicht einmal getroffen werde. Oder gibt's da oben nochmal eine Heilmöglichkeit? Einmal speichern. Speichern gespeichert. Ab geht's ins Zimmer. Zu dem zweiten Mädchen. Und frag mich jetzt nicht, wie die nochmal heißen. 2022. Moment, 2022. Das ist ja das Jahr. 9064 und 5128. Haben die irgendeine Bedeutung, die Zahlen? Haben die eine Bedeutung? Stirb, Spinne. Yes, sorry. So. Der Bein ist gebrochen. Warte von dem Anwesen. Dort bist du sicher. Dankeschön. Ah, ich habe jetzt nur noch die Hälfte meiner Gesundheit. Ich sollte die Kiste nehmen, die in der Küche ist. Und dann werde ich auch überprüfen, ja, ob im Botanikraum jetzt wieder die Elizabeth ist.
ob da jetzt irgendwie eine Szene kommt oder ob das jetzt ausschließlich beim Alien ist, weil er ja ein Mann ist. Mal gucken. Okay, anscheinend ist es eine Szene, die nur beim Alien Hill dabei ist. So ein kleines Easter Egg. Jaha. Sie will die Männer verführen. Deshalb wurde sie als Hexe bezeichnet, weil sie hier die Männer verführt hat. Vielleicht war das auch Beantwortung. Vielleicht war sie halt nicht wirklich eine Hexe, konnte ein bisschen zaubern, aber der Grund, warum die Männer dann auf sie reingefallen sind, weil ihre eigenen Frauen es ihnen nicht mehr so recht machen konnten. Ja? Und dann haben sie natürlich am einfachsten gesagt, die ist eine Hexe, die hat meinen Mann geklaut. Und dann haben sie die Frauen gesehen und dann dachten sie sich in einem Teil, und dann dachten sie, ja, bevor ich mir jetzt den Zorn dieser Frau auf den Hals dann draufziehe, dann sage ich das lieber. Hehehe. Okay, beim Vorbeigehen. Bam, 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 baby. Okay, das sollte machbar sein. Autsch. Ja, anscheinend kann ich den verwirren. Hä? Ich war selber verwirrt. Echt, das ist ja wohl die merkwürdigste Waffe überhaupt. Aber sie ist effektiv. So richtig effektiv. Gut, erstmal oben die Geist. Ich sage lieber erstmal speichern. Dass ich so viel Gesundheit wie möglich behalte. Ja, und nicht, dass ich jetzt hier an Schaden nehme und dann das mit weniger. Weil der Totenhändler. Der Totenhändler wird, glaube ich, die größte Herausforderung sein mit dieser Nahkampfwaffe. Kurzkampfwaffe, ja. Neue Wörter finden ist gut. Hammer. Okay. Gut. Auge verwendet. Los geht's. Ach, die werden auch davon aufgehalten. Hä? Könnte ich das nutzen oder wird der Tonhändler da auch aufgehalten? Hä? Okay, der läuft außen rum. Hilfe. Heilen. Hä? Okay. Haha. Aua. Hilfe. Autsch. Hey, ich hänge. Nö. Manu. Das war sogar gut gelaufen. Okay, die kleinen Phantome. Sehr schön. Und dann nochmal hier der da oben. Und dann nochmal der Totenhändler. Bliblablub. So. Aber so richtig. Aber ich krieg ein Gefühl. Einfach wirklich hier mit der Taschenlampe hier verwirren. Genauso wie sie mich auch verwirrt. Nicht das Licht ist die Waffe, sondern hier das Verwirrtsein. Hä? Ich blende ihn genau in die Augen und dann, oh, ich kann nichts mehr sehen. Hey, Triple Kill. Okay, ich habe eine Heilmöglichkeit. Autsch. Diese Teile nerven da oben an der Decke. Die nerven! Weil ich immer vergesse, dass die da sind. Ich vergesse das immer. Ich,
Ich glaube, die meiste Zeit habe ich mich hier wirklich über Sachen aufgeregt, die in der Umgebung sind. Kistentreppen, Teile an der Decke, die mich hier aufhalten. Sprungpassagen über Gruben, also das ist... An sich mache es Sinn, weil Feinde, die kann ich besiegen irgendwann, aber Gegenstände, na, ich glaube nicht. So. Bam, bam, bam. Boom, 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 Schakalaka. Autsch. Da schon. Ich reiß mir die Nasenhaare aus und schmeiße sie dir in die Augen. Es regt mich so auf, aber so richtig, aber so richtig. Sicher, danke schön. Öffne die Türe. Geh ja durch. Aha. Ich hoffe auch irgendwie, dass hier wieder ein toter Punkt oder so ist. Heilen. Oh, ich hasse dich. Ich wusste, dass du schwierig wirst. Ich wusste es. Ho. 5128. Wo muss ich die nochmal eingeben? Ah, stimmt, ich weiß wieder bei welcher Tür. Ich weiß es wieder. Oh, das ist keine Heilmöglichkeit. Da ist keine Heilmöglichkeit, oder? Ich sollte speichern. Auch wenn da keine Heilmöglichkeit ist, es wird dann im Keller. Im Keller wird es eine Heilmöglichkeit geben. Ich glaube, das Schlimmste habe ich hinter mir, weil auch wenn da jetzt beim finalen Bosskampf zwei Charaktere sind, die eine von den beiden, die hat keine, die benutzt keine Fernangriffe. Das sollte also gehen. 5. 1, 2, 8. Ich habe gerade an der Tür, habe da gerade geschaut, ob da sowas wie eine Spinne kommt. Manchmal sieht er nämlich Spinne in meinem Zimmer. Hat das doch eine Heilmöglichkeit. Toll. Lade auf. Ich kann dich nicht erwischen und du kannst mich nicht erwischen. Hilfe. Ich hab's überlebt. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt so ein Glücksbärchen. Ich will ein Glücksbärchen sein. Das wäre wunderbar. Und soweit habe ich, glaube ich, jetzt auch wieder keine Kürbisse übersehen. Ich hoffe es. Es ist aber auch, glaube ich, auch nur, man muss es mit einem Charakter schaffen. Nicht mit allen, sondern nur mit einem. Okay. Bam. So weit, so gut. Who you gonna call? Ghostbusters! I'm not afraid of the ghost. Hammer da. Bam. Speichern. Dankeschön. Letzte Heilmöglichkeit dann. Bam.
Du bist frei. Geh, geh, geh. Geh doch endlich. Es ist Freitag. Morgen ist Samstag. Das heißt, beim Lidl ist Samstag. Alles umsonst. Na, da nur vergünstigt. Bam. Und bam. Und du kannst gehen. Der Mann ist schon aufgehoben. Bitte laufen Sie an der Wand entlang und gehen Sie bei der nächsten Tür links raus. Danke. Okay, damit sind alle Mädchen gerettet. Sehr schön. Ah ja. Und du? Du gehst nirgendwo hin. Du bist Brett Harper, der die Mädchen entführt hat. Ich mach dich fertig. Bitte was? Mit einer Taschenlampe? Ich mache die... Man kann nicht schlagen, man kann nicht stechen, man kann nur blenden, man kann nur blenden. Bist du verblendet? Du hast meine Glieder durchkreuzt und dafür bleibst du hier gefangen. Los, Ruby, schnappen uns den Eindringling. Zu Befehl, mein Meister. Keiner wird im Anwesenden kommen. Das sieht wirklich übel aus, aber ich muss es schaffen. Ja, super. Rede dir nur gut ein. Rede dir gut was ein. Ja, super, wenn ich das schaffe. Wenn ich das schaffe. Gönne ich mir einen Keks. Und ein paar Chips. Irgendwas zum Knabbern. Okay, okay. Das wird der schwerste Kampf überhaupt. Auf engstem Raum mit einer Taschenlampe. Weil ihr habt ja gesehen, wie viel der mit der Shotgun ausgehalten hat. Autsch. Autsch, ja, treten kann sie. Und ich muss ja nahe kommen, um ihr zu schaden. Aufladen, das Teil. Brauchst du neue Batterien oder was? Hilfe. Ja. Es ist so ungewohnt, so schwach, dass man... Ich kann ja nur... Das hier. Ich kann ja nicht mal normale Angriffe machen. Autsch. Hehe. Vielleicht kann ich hier irgendwie das hier ausnutzen. Nee. Es ist genau die Reichweite, die nicht geht. Ja, das ist genau die Reichweite, bevor der Taschenlampe die nicht mehr erreicht. Es muss eine Strategie geben. Es muss eine Strategie geben. Die Strategie ist, dass man versucht, die beiden so oft wie möglich im gemeinsamen Strahl zu haben. Dieser Angriff, dieser Flammenwirbel oder was auch immer das ist, der ist gefährlich. Okay, okay, ich muss mich jetzt stark konzentrieren. Ein Treffer bisher. Ein Treffer. Das ist... Hä?
das war aber gut gewesen. Ich kann einfach wirklich nichts sagen, weil ich muss genau drauf aufpassen, wo ich bin, wo sie sind. Autsch. Ich darf nicht in diese Ecke gehen. Ich darf nicht in diese Ecke gehen, ansonsten bin ich hinüber, weil ich dann nicht mal rauskomme. Diese beiden Tische sind jetzt meine... Au, meine Bodyguards. Um die muss ich kämpfen. Autsch. Das ist hier, das ist schon was hier. Autsch, autsch. Das ist hier so Ultimate Battle mäßig, ja, mit einer Taschenlampe bewaffnet gegen zwei Gegner. Das ist was, das ist eine Herausforderung. Vielleicht sollte ich mich erstmal doch hier um die Ruby kümmern. Autsch. Ach, das kann mich zweimal treffen. Versuchen beide zu treffen, aber mich erstmal um die Ruby kümmern, damit die mir einfach nicht mal im Weg rumläuft. Autsch. Autsch, ja, nicht zu nah, nicht zu nah, in der Mitte laufen. Anscheinend kann ich, treffe ich auch Gegner, die hinter mir sind. Ah, einmal durchgelangt, durchgegangen, durchgelaufen, autsch. Aber dieses Hoch und Runter geht nicht einfach. Den kann ich nicht einfach so machen. Die hält aber... Wie viel Treffer hält die aus, ohne dass sie stirbt? Ich glaube nur 3 Stück und beim 4. ist schon tot. Autsch. Ein Treffer. 2 Treffer. Ja. Ja, 3 Treffer und beim 4. ist sie tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin... Ja. Aber da ist es auch wiederum der Fall, dass die wären nicht verwirrt. Die nehmen Schaden, aber die wären nicht verwirrt, wären nicht zurückgeschleudert. Wäre es wieder gut, wenn ich wüsste, was wie viel Gesundheit die noch haben. Aber vielleicht würde ich es auch nicht bevorzugen, weil ich dann wüsste, oh, ich war kurz davor gewesen. Ich hoffe, dass es mit Pumpkin Girl leicht wird. Autsch.
du Scheißgeil. Oh, jetzt ja, warum mal ist der Bahrheit der Rote? Ja, super. Ja, super. Ja, diese Ecke. Das ist mein Skelett. Das ist meins. Ich bin eigentlich schon gestorben. Es ist schon kreativ, aber auch gleichzeitig so schwierig. Manchmal kenne ich halt wirklich nicht, wo greift sie mich jetzt noch an oder läuft sie weiter? Na super. Na super. Ich erinnere mich so stark an den Leon und Amanda-Kampf, aber nochmal um eine Nummer schlimmer. Schwieriger. Alter Falter! Wie nah war ich schon gewesen? Wie nah war ich da schon dran gewesen? Ich versuche wirklich hier. Gibt es einen Punkt, wo ich... wo ich sie einfach erwischen kann?
nein. Oh, ich würde dir das doch... Ich würde dir wirklich Schmerzen zufügen. Also ich tue es ja schon. Aber so richtig, einfach dieses Gefühl von... Oh, wirklich. Wirklich. Ihr Scheusale, ihr Messkerle. Treffer. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, was ist, wenn ich jetzt das Spiel schließe? Hat es dann wirklich dann hier gespeichert? Muss ich das vom letzten Speicherpunkt machen? Ich habe mir was gezählt vom Anspann. Das ist bescheiden, wenn man so in diese Situation kommt, wenn man eingegangen ist von beiden Seiten. Ja, von vorne darf man ja nicht einfach kommen. Ne. Ich würde so am liebsten einfach hier mit der Taschenlampe bam, bam, bam. Aber nein, es ist nur ein Special. Super. Jetzt sollte ich mich doch irgendwie erstmal um Ruby kümmern. Aber der stört mich so mit seinen Flächenangriffen. Und dann kriege ich wieder mehr was ab. Ihr könnt mich mal und ich hab wieder Ecke. Wenn die Taschenlampe nur ein bisschen länger wäre, dass sie durch die Wand scheinen könnte. Ich versuche wirklich immer noch irgendwie einen Punkt zu finden, wo ich die am besten erwischen kann. Ohne dass sie mich erwischen können. Okay, also oben an den Schränken ist sehr viel Platz zum Laufen. Super, hab's wieder hingekriegt. Hey, ich bin frei. Ha, Ella Badge.
Dann war das doch ganz schlau, die ein bisschen zu trennen. Wo ist denn die Ruby? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Genialer Schachzug! Weil die versucht, auf dem kürzesten Wege zu mir zu kommen, ist die Wand im Weg. Das war unbeabsichtigt. Das war unbeabsichtigt, aber genial. Ja, die kommt nicht mehr. Die kommt nicht raus. Oh, mein Deppenglück. Ich liebe dich. Ich liebe dich, mein Deppenglück. Du lässt mich nie im Stich. Jetzt kann ich mich nämlich erstmal um den Harper kümmern. Und dann erst um die Ruby. Und die Ruby, die kraft den nur an, wenn ich nah genug bin. Ich kann das schaffen. Ich kann das schaffen, wenn ich jetzt keinen Fehler mache. Abstand. Oh yeah. Papa freut, das zu sehen. Komm raus. Oh yeah, das ist viel einfacher. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Folge der Josie. Ich führe dich ins Jenseits. Hey. Das muss ich jetzt hinkriegen, weil ich jetzt nämlich nicht weiß, ob ich das nochmal so hinkriege. Kann es sein, dass es sogar beabsichtigt war, Basti? Oder habe ich da wirklich Riesenglück gehabt? Riesenglück. Jawohl, führe sie hinter dich, blende sie. Wie ein Glühwürmchen. Wie mein Paarungstanz. Hey. Puh, ich habe es tatsächlich geschafft und sie besiegt. Nicht schlecht. Das will ich aber behaupten, dass das nicht schlecht war. Mit einer Taschenlampe. Ich betone, mit einer Taschenlampe habe ich es geschafft. Und das jetzt innerhalb von einer Dreiviertelstunde. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht doch wieder einen extra Part genommen. Aber hey. Und nun, bitte, zeige mir, dass ich alle Kürbisse habe. Ich will es sehen. So, Pumpkin Girl. Letzter Charakter. Was zeigt uns der Bildschirm an? Jawohl, alle Kürbisse sind nur mein. So soll es sein. Dieses Anwesen fällt halb auseinander. Ich muss die Mädchen unbedingt retten. Nimm das Schwert in die Hand! Oh yeah! Das ist Easy Mode. Weil ich so geübt darin bin. So geübt. So, meine Damen und Herren, der nächste Part wird das Finale sein. Mit Pumpkin Girl, das wird ja ein Spaziergang. Ich meine, nach all den Outrageous-Teilen wäre es ein Wunder, wenn ich das nicht schaffen würde. So viel Übung mit dem Schwert. Wäre das im wahren Leben genauso einfach wie im Videospiel? Ich wäre ein Schwertmeister. Und ja, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Haunted Horror Fighter gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sind hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr dran und ich, Jovo. I love to entertain you. Tschüss. Goodbye.